In großartiger Begleitung bist du heute hier, Georg. Du hast den König mitgebracht. Klasse. Ja, ja, Melodie. Herzlich willkommen bei Schuhplus Inside. Ein absoluter Traum. Ist das nicht ein wunderschönes Schild, was ich hier nach wie vor habe? Definitiv. Ein richtig. Wirklicher Traum. Das hat Katrin echt toll gemacht. Ne? Die kann alles. Die Katrin, die kann wirklich alles. Kann die bei uns. Kann sogar Schilder befällen. Befällen nennt man das eigentlich so? Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall. So, Leute, wir sind auf jeden Fall in unserer ersten wunderschönen neuen, gigantischen, großen, neuen Web-TV-Sender-Live-Woche. Coole Sache. Man darf es nicht sagen. Sag's trotzdem. Man darf es nicht sagen. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Ich mag es nicht sagen. Magst du es sagen? Du hast doch gar kein Problem damit. Nein, weil es läuft ja. Von daher alles gut. Ja. Ne? Was natürlich bei uns immer auch wieder läuft und weiterhin läuft und weiter am Laufen sein wird, das sind bei uns natürlich immer wieder unsere Gewinnspiele, die wir bei uns bei Schuhplus halt haben. Und das halt in Kooperation hier mit Stage Entertainment. Und dort gibt es immer 5x2 Freikarten zu gewinnen für Disney. Der König der Löwen sieht mega geil aus. Ist das wahr? Das ist sowas auch so von definitiv. Genau, und deswegen gucken wir uns einen kurzen Spot dazu an. Auf geht's. Disney, der König der Löwen. Jetzt Freikarten gewinnen auf schuhplus.com. Ach, schon ein schönes Musical, ne? Muss man schon wirklich sagen. Richtig schön. Ein traumhaft schönes Musical in der Musical-Weltstadt in Hamburg. Hamburg ist ja auch eine super tolle Stadt. Übrigens haben wir in Hamburg ja auch eine ganz tolle Filiale, die leider noch zu hat. Aber das soll uns nicht daran hindern, diese bald wieder zu eröffnen. Wenn es an mir geht, wollen wir es relativ zügig auf jeden Fall machen. Zackig. Also die Filiale ist doch wirklich, muss ja echt schön, ne? In der Hamburger Meile sind wir ja dort. Und ja, leider Gottes haben natürlich alle Standorte im Moment dicht, aber wie wir das natürlich auch immer wieder sagen, das hindert uns natürlich überhaupt nicht daran, an die Zukunft zu denken. Nein. Und der letzte Standort, den wir eröffnet haben, das war in Lübeck. Stockelsdorf bei Lübeck. Da haben wir unseren letzten Store sozusagen eröffnet. Und auch die Verkäufer, die scharren schon wieder mit den Hufen und wollen auch schon wieder aufschließen. Aber wir warten noch ein bisschen. Müssen wir gedulden uns ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz gehört das natürlich für uns auch dazu, dass wir sagen, ja, wir haben unseren Webshop logischerweise und wir haben dort unsere ganzen Schuhe. Aber wir sehen das natürlich im Dialog mit unseren Kunden, wie sehr die es auch genießen, vor Ort einkaufen zu können. Ja. Und das ist natürlich auch ganz klar bei uns eine Vorgehensweise, wo wir sagen, das wollen wir auch gerade in Zukunft noch weiterhin fördern und da auch noch weiter stationär aktiv werden kann. Genauso sieht das aus und von daher soll Stockelsdorf in Lübeck nicht die letzte Filiale im letzten Jahr gewesen sein. Das doch schon. Im letzten Jahr, glaube ich, war es die letzte Filiale. Aber das soll nicht die letzte gewesen sein, denn wir haben in diesem Jahr... Gib mal einen Ausblick, so einen kleinen Ausblick. Wir haben in diesem Jahr doch noch was vor und werden die ein oder andere Filiale eröffnen. Wir hatten ja schon mal angekündigt, dass wir nach Köln kommen. Das soll auch so bleiben. Zum Beispiel. Erst recht, weil wir auch so eine schöne Kiste Bier auch hier stehen. Hatten wir auch, das Kölsch hatten wir hier. Das kann ja wohl nicht sein, dass das abläuft. Genau, das ist nach wie vor immer noch das Thema letztendlich. Also von daher, das wird passieren und dann wird noch was passieren und dann kommt noch was und noch was. Man könnte jetzt glauben, will er es nicht verraten oder hat er gerade keine Ahnung? Also ich weiß von deiner Stimmlage her, kann ich das gerade überhaupt gar nicht einschätzen. Ich glaube, du willst es eher nicht verraten. Nein. Ich weiß natürlich, was wir vorhaben und was wir machen. Aber es bleibt ein kleines Geheimnis. Wie gesagt, Köln, das sage ich schon mal. Köln auf jeden Fall. Aber wir haben tatsächlich dann doch noch so den ein oder anderen Standort, den es dann auch schon im ersten Halbjahr auf jeden Fall dann auch noch geben wird. Und da freuen wir uns schon sehr darüber. Und ich freue mich besonders darüber, wenn wir hier bei Schuhplus Inside auch ein paar mehr Informationen dann noch geben können, um zu sagen, wann das Ganze dann auch nur dann losläuft. Richtig, weil wie gesagt, wir scharren alle mit den Hufen. Ja, Harry, die Scharre. So, Kai, gehen wir mal, wir kommen so ran. Leute, wir haben ja bei uns nicht nur tolle Gewinnspiele, sondern wir haben natürlich auch das bei uns gehabt, was am 31. Januar ausgelaufen ist, unsere Schuhplus Vereinsförderung. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das wirklich für ein mega XXL-Run war. Das ist so schön, wie unfassbar riesig die Interaktion war, wie viele Vereine sich da angemeldet haben, abgestimmt haben und so weiter. Wir haben das Ganze natürlich auch bei uns begleitet. Wir haben jetzt auch gerade nochmal das hier unten eingeblendet, also wo man auch alle unsere Aktivitäten generell halt sieht. Also entweder natürlich auf unserer Webseite oder natürlich hier auch bei Facebook. Und dort kann man natürlich auch generell immer unsere gesamten Aktivitäten halt sehen. Und es ist wahnsinnig, wie viele Vereine hier bei uns mitgemacht haben. Und das hat uns natürlich auch ermutigt zu sagen, da muss doch noch was kommen.
Denn ganz die Aktion genau. war ja nur beschränkt auf unsere Standorte. Ganz genau. Wir hatten diese Aktion, war beschränkt auf unsere Standorte. Und es war ein fundamentaler... Das hatten wir die letzten Tage. Fulminanter Erfolg, fulminanter Start war es auf alle Fälle. Es lief richtig... Phänomenal, könnte man auch sagen. Lief richtig klasse. Und da haben wir gesagt, das soll natürlich nicht alles gewesen sein. Nein, wir erweitern das Ganze sozusagen. Und machen diese Aktion dann ab März, machen wir sie dann bundesweit. Richtig toll. Also ich freue mich schon wirklich sehr darauf. Wir sind jetzt gerade schon richtig groß dabei, das alles vorzubereiten. Und ab März haben wir noch eine große Sache, die wir bei uns haben. Wenn tatsächlich? Das wird, ja, das weißt du tatsächlich? Auch. Tatsächlich? Ja. Ja, komm, verrat's mir. Warte mal ganz kurz. Hast du jetzt nicht verstanden, was ich gesagt habe? Nein, das habe ich nicht verstanden. Na gut, dann werde ich es jetzt aber auch nicht nochmal laut sagen, weil ob ich jetzt das leise in ein Mikrofon hier vorne reinflüster oder laut, wenn du meine Lippen nicht lesen kannst, das werden auf jeden Fall alle schon sehr, sehr schnell dann auch mitbekommen. Spätestens dann bei Katrin, die das bei den Schuhplus, bei den Gewinnspielen dann verkünden wird, was es Tolles geben wird. Jetzt weißt du doch, was ich meine, langsam aber sicher. Georg, ich muss gerade wirklich passen. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schuh. Alter, meine Güte, ich meine, so heiß haben wir es in Deutschland gar nicht. Dann brutzelt dir das Hirn von der Lampe da oben weg. Der da oben, der brennt. Was auf jeden Fall bei uns auch grundsätzlich immer sowas von am Brennen ist, das sind unsere tollen Produkte, die wir haben. Die sind nämlich unfassbar heiß und die heißesten, die gibt es natürlich auch bei uns beim Teleshop zu sehen. Definitiv gibt es die beim Teleshop zu sehen. Und da ist natürlich eine richtig, richtig tolle Auswahl, die wir haben. Die neuen Modelle für Frühjahr, Sommer sind da, also richtig coole Sachen gibt es da zu sehen. Und natürlich dazu dann passend zu allen Produkten, die wir haben, auch das passende Pflegemittel von BNS Mainz oder von PEDAC, die wir haben, das ist richtig gut abgestimmt immer auf das Produkt. So sieht es aus. Und was es für Produkte gibt, das verraten wir jetzt nicht. Das verraten aber gleich die Kollegen nämlich bei uns. Die sind nämlich gleich dann auch dran. Und da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere wunderschöne Modell zu entdecken, was wir Backstage schon gesehen haben. Ein absoluter Traum. So, das soll es von unserer Stelle aus gewesen sein. Wir sind morgen wieder da. Allen viel Spaß noch bei unserem Programm und bis morgen. Ciao.